ehemalige Heil- und Pflegeanstalt in Erlangen, im Volksmund die Hupfler. Hinter diesen Mauern geschahen schwere Verbrechen. Während der Nazizeit wurden hier Menschen gequält. Mehr als 900 Patienten aus Erlangen wurden im Zug der Euthanasieaktionen ermordet. Nun soll das Haus zum Teil abgerissen werden, weil es den Erweiterungsplänen der Uni im Weg steht. Die Behindertenaktivistin und Erlanger Ehrenbürgerin Dina Radke kämpft für den Erhalt des Gedenkorts. Ich denke, dass Gedenken authentische Orte braucht. Und ein authentischer Ort ist für mich das Patientengebäude, in dem wirklich auch psychisch kranke Behinderte gelebt haben. Das Uniklinikum sieht das anders. Vor der ehemaligen Direktorenvilla steht ein Mahnmal für die Opfer. Stolpersteine erinnern an die Namen der Ermordeten. Aus Sicht des Klinikums wäre hier auch ein guter Platz für einen Gedenkort. Wie kommt das Gedenken dann auch so zum Tragen, dass es entsprechend auch seine Würdigung erfährt? Und nicht nur man das Gefühl hat, da steht irgendetwas im Weg. Außerdem steht das Gebäude auch den Erweiterungsplänen des Klinikums im Weg. Die alte Hupfler soll Einrichtungen für Hochleistungsmedizin weichen. Ein Max-Planck-Institut für Medizin und Physik und Forschungseinheiten der Uniklinik. Die Planer sehen keine Möglichkeit, an einer anderen Stelle zu bauen. Wir haben uns sehr lange mit dieser Frage beschäftigt. Und es gab auch einen Architektenwettbewerb in dem Jahr 2008, in dem alle eingebunden waren. Stadt, Land, Klinikum, Universität. Und wir haben festgestellt, dass dieser Bereich, über den wir jetzt reden, der ideale Standort ist, um eine solche Idee, die einem modernen Universitätsklinikum, einer modernen wissenschaftlichen Medizin entspricht, nahe kommt. Vor gut 150 Jahren war die Hupfler die modernste psychiatrische Klinik in Bayern. Die Häuser entsprachen damals zum ersten Mal den Voraussetzungen für die Behandlung von psychisch kranken Menschen. Die Hupfler, also auch ein Denkmal der Medizingeschichte. Es ist ein Denkmal, ist auch eingetragen in die Denkmalliste, steht unter Denkmalschutz. Und ich denke, sowas kann man nicht einfach abreißen. Es besteht auch keine Notwendigkeit. Die Bausubstanz ist gut. Und mit ein bisschen Hirnschmalz müsste es auch möglich sein, so ein Denkmal in die ganzen Pläne einzubeziehen. Die Denkmalschützer hoffen nun, dass die Uni ihre Pläne noch einmal überdenkt, dass wenigstens ein Teil des Patientengebäudes erhalten werden kann. Denn noch hat die Stadt Erlangen den Teilabriss nicht genehmigt.